Jesus sagt, es gibt keine Ausreden für Faulheit. 13. April 2017. Worte von Jesus an Schwester Claire, übersetzt von Anja und gesprochen von Jackie. Jesus begann: Meine Kleinen, warum verharrt ihr in eurem Unglauben? Werdet ihr es mir bitte sagen? Warum lehnt ihr ab zu glauben? Wisst ihr denn nicht, dass ihr meine Hände in eurem Leben bindet? Mich interessiert nicht, wie verachtend andere euch angesehen haben. Ich habe euer Herz voll reiner Liebe zu mir gesehen und ich beabsichtige, euch zu erhöhen. Aber ich kann nichts tun, solange ihr stur im Unglauben verharrt. Wem werdet ihr zu dieser Stunde glauben? Mir? Oder den Leuten, die euch über Jahre in eine Schublade gesteckt haben? Wollt ihr diese Grube der Verurteilung überwinden, welche euch davon abgehalten hat, auf etwas mehr zu hoffen als auf ein mittelmäßiges Leben? Wisst ihr, dass jene, die mir dienen, nicht fit sind für den Job, aber ihre Herzen gehören mir? Deshalb werde ich sie weit über ihre wildesten Träume hinaus ausstatten. Claire ist ein ausgezeichnetes Beispiel. Aus vielerlei Gründen konnte ich niemals zudecken, dass sie nicht fit ist für diesen Job. In der Zwischenzeit haben diejenigen, die bekannt waren und gut in Form sind, an den Pforten des Himmels einen Aufruhr veranstaltet, um ihren Job zu bekommen. Wisst ihr, warum ich sie ablehnte? Weil sie sich selbst als kompetent und äußerst passend für eine solche Aufgabe erachteten. Wisst ihr, dass Heidi Baker ebenfalls eine jener Personen war, die dachte, dass ihre Ausbildung ihr Erfolg bringen würde als Missionarin? Ich musste sie zuerst brechen und sie ganz auf den Boden bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, bevor ich sie nutzen konnte. Dann erkannte sie die Tatsache, dass sie nichts tun konnte und dass ihre Diplome nutzlos waren. Der Teil an ihr, der brauchbar war, war ihr reines Herz und die brennende Liebe zu mir. Ich brachte sie ganz hinunter, bis zum tiefsten Punkt. Sie arbeitete ein ganzes Jahrzehnt in Afrika, ohne nennenswerte Erfolge vorweisen zu können. Als sie eines Tages realisierte, dass sie weder qualifiziert ist für eine Bewegung Gottes, noch jemals qualifiziert sein würde, von da an war sie eine gute Kandidatin. Bis zu jenem Zeitpunkt schmorte sie in Mittelmäßigkeit. Schaut also nicht auf ihre Diplome, schaut auf ihr Herz. Jetzt hoffe ich, dass ihr versteht, was ich sage. Niemand ist qualifiziert für irgendeine meiner Aufgaben, es sei denn, sie kommen zu mir mit nichts außer ihrem Herzen und mit ihrem Leben, das sie mir zu Füßen gelegt haben. Könnt ihr das tun? Könnt ihr mir euer Leben zu Füßen legen? Okay, nehmen wir an, ihr seid feige und könnt es nicht. Wärt ihr gerne so mutig? Ich kann euch so mutig machen. Alles, was ihr beten müsst, ist: Herr, mache mich bereit, willig gemacht zu werden für was immer du von mir möchtest. Das ist das Gebet für Feiglinge. Wisst ihr, wie viele Feiglinge mir dienen? Millionen, ja Millionen. Viele von ihnen sind unbedeutende und unbekannte Christen, doch sie lieben mich von ganzem Herzen und haben mir ihr Leben gegeben, weil sie so verliebt waren in mich. Ich schenkte ihnen das mutige Herz, welches sie brauchten. Dann gingen wir weiter zu den Begabungen für sie, damit sie ihre Arbeit ausführen können, entsprechend dem, wie ich sie erschaffen habe. Dann öffnete ich Türen und schützte sie in ihrer hohen Berufung.
Was ist mit euch? Könnt ihr mir eure Feigheit, eure Ängste zu versagen und eure Fluchworte übergeben, die euch euer ganzes Leben lang als Versager kennzeichneten? Könnt ihr diese Dinge loslassen und mir erlauben, euch in ein Gefäß zu verwandeln, das fit ist für den Tisch des Königs? Was meint ihr dazu? Werdet ihr euer Leben und euer Versagen mir zu Füßen legen? Oder haltet ihr stur an jenem Selbstbild fest, welches die Diener Satans angefertigt haben? Ich werde euch jetzt etwas offenbaren, damit ihr nicht überrascht sein werdet vor dem Richterstuhl. Einige von euch sind faul. Ihr deckt es zu mit dem, was die Menschen über euch gesagt haben. Aber Fazit ist, ihr seid faul und wollt die enormen Anstrengungen nicht auf euch nehmen, welche es braucht, um Erfolg zu haben. Also wurdet ihr zu einem christlichen Sofahocker. Ich kann die Fassade und pessimistische Haltung durchschauen, direkt bis zum Kern eures Willens, und einige von euch sind wirklich faul. Sprüche 21,25 beschreibt, dass eine faule Person Arbeit hasst. Den Faulen bringt sein Begehren um, denn seine Hände lehnten ab zu arbeiten. Sprüche 26,14 sagt, dass der Faule es liebt zu schlafen. Eine Türe dreht sich in ihren Scharnieren, so dreht sich der Faule in seinem Bett. Sprüche 26,13 sagt, dass er Ausreden vorbringt. Der Faule sagt, da gibt es einen Löwen in der Straße, ein wilder Löwe ist auf der Straße. Sprüche 18,9 sagt, auch er, der lustlos oder nachlässig ist bei seiner Arbeit, ist ein Bruder des großen Zerstörers. Nun, wir wissen, wer der große Zerstörer ist. Er, der kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Also wollen wir kein Bruder sein von ihm. Sprüche 26,16 sagt, der Faule hält sich selbst für weiser als sieben, die Ratschläge erteilen. Sprüche 12,24 sagt, die Hand des fleißigen Arbeiters regiert, der Faule aber wird in die Zwangsarbeit gesteckt. Sprüche 20,4 sagt, der Faule pflügt nicht im Herbst und zur Erntezeit erkundigt er sich, doch da ist nichts. Sprüche 13,4 sagt, die Seele des Faulen schmachtet, hat aber nichts, doch die Seele des Fleißigen wird angereichert. Epheser 2,8 und 9 sagt, ein neuer Gläubiger wird wahrheitsgemäß unterwiesen. Aus Gnade wurdest du errettet, durch den Glauben, und dies nicht aus eigener Kraft. Es ist das Geschenk Gottes. Nicht aufgrund deiner Werke, damit sich keiner rühmen kann. Aber ein Gläubiger kann träge werden, wenn er irrtümlich glaubt, Gott würde keine Früchte erwarten aus einem verwandelten Leben. Epheser 2,10 sagt, denn wir sind Gottes Werk, erschaffen in Jesus Christus, um gute Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns bereitet hat. Jakobus 2,18. Christen sind nicht aufgrund ihrer Werke errettet, vielmehr zeigen sie ihren Glauben durch ihre Werke. 1. Timotheus 5,8 sagt, wer nicht für seine Verwandten sorgt und besonders für die eigene Familie,
Jener hat den Glauben abgelehnt und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Apostelgeschichte 20, 34 und 35. Ihr wisst selbst, dass meine Hände für meine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Kameraden gesorgt haben. In allem, was ich getan habe, zeigte ich euch, dass wir durch harte Arbeit den Schwachen helfen müssen, indem wir uns an die Worte von Jesus erinnern, welche er sagte: Geben macht seliger als nehmen. Kolosser 3, 23 und 24 sagt: Was immer ihr tut, tut es mit eurem ganzen Herzen, wie wenn ihr für den Herrn arbeitet und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr ein Erbe von dem Herrn bekommt als Belohnung. Ihr dient Jesus Christus. Dies sind nur ein paar wenige Dinge zum Thema Faulheit oder Arbeit, welche ich fühlte, dass ich sie mit euch teilen soll. Jesus fuhr weiter: Da gibt es keine Entschuldigung für Faulheit. Wenn ihr eine physische Beeinträchtigung habt, kommt zu mir und fragt mich, wie ihr damit arbeiten könnt. Claire hat viele, aber ich habe ihr gezeigt, wie sie damit umgehen kann, und ich habe für sie Medizin bereitgestellt. Nein, verschreibungspflichtige Medikamente sind keine Hexerei, sondern ein Werkzeug in der Hand eines guten Arztes, der dazu berufen ist, den Körper zu stärken, um ein besseres Leben leben zu können. Oftmals sind sie dadurch in der Lage, mir zu dienen. Andere heile ich ohne Medikamente. Vieles hängt von der Demut und der Tendenz zu Stolz ab, auf welche Art und Weise ich ihnen helfe. Das ist komplett etwas anderes als Freizeit- und Entspannungsdrogen, welche schädlich sind für die Seele und den Körper, und sie führen in die Hexerei und sind ein Weg, um der Realität des Lebens zu entfliehen, welche schmerzlich ist, jedoch langfristig überwunden werden muss mit meiner Hilfe. Da gibt es keine Ausrede für Faulheit. Ich unterstütze und helfe euch, ihr Lieben. Ich bitte euch inständig, mir zu antworten, bevor ihr vor dem Richterstuhl steht und mir gegenüber Rechenschaft ablegen müsst, was ihr mit den Gaben des Lebens gemacht habt, die ich euch anvertraut habe. Ihr habt Essen, Luft und Strom konsumiert und die Zeit anderer Menschen und weitere Dinge, die ich nennen könnte. Ich habe diese Dinge bereitgestellt, um euch zu helfen, auf die Beine zu kommen, aber ihr seid in eurer Komfortzone hängen geblieben und ihr habt euch auf eurer Couch niedergelassen. Auf eurem Bodensatz verdickend. Ihr werdet zur Rechenschaft gezogen werden, wie ihr mit all den Ressourcen umgegangen seid, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, damit ihr mir dienen könnt. Da wird es keine Ausreden geben, weil ich die Ausreden durchschaue bis ins Innerste. Also präsentiere ich euch hier ein Bild von dem, was geschehen wird vor dem Richterstuhl, wenn ihr nur für eure eigenen Annehmlichkeiten gelebt habt und nur sehr wenig getan habt, um mir zu dienen. An dieser Stelle fühlte ich wirklich, dass ich dem Herrn eine Frage stellen muss. Also sagte ich: Herr, wir haben einige auf dem Kanal, die einfach nicht wissen, was sie für dich tun können. Sie driften ab und der Feind schlägt sie mit Verurteilung, weil sie bis jetzt noch nicht in der Lage waren, deinen Willen für ihr Leben zu hören. Was ist mit jenen? Jesus fuhr fort: Meine Leute,
Es ist eine Frage der Herzenshaltung. Das ist, was ich mir von jenen von euch wünsche, die noch keine konkrete Aufgabe haben. Wenn ihr Leid oder Ungerechtigkeit seht, tut, was immer ihr könnt, um dem Opfer zu helfen. Ist das Haus von jemandem abgebrannt oder wurde es überflutet? Habt ihr Abstellräume, die mit allem Möglichen angefüllt sind, an welchem ihr noch festgehalten habt? Habt ihr Geldreserven, die nicht für absolute Notwendigkeiten benötigt werden? Gebt, bis es weh tut. Geht nicht an jener Person vorbei, ohne ihr eine helfende Hand zu reichen. Ich werde euer Herz berühren. Es könnte ein Kind in der Schule sein, das keine Winterstiefel oder keine Winterjacke hat. Es könnte eine Mutter sein, die an einer Krankheit leidet und unfähig ist, ihr Haus zu reinigen oder eine richtige Mahlzeit zu kochen. Es könnte eine ältere Person sein, die an Einsamkeit und Mangelernährung leidet. All dies sind Möglichkeiten, um Gutes zu tun, wie es von mir geschrieben steht. Eine Mission oder eine Berufung von mir ist ein sehr kostbares Geschenk für jene, deren Herzen die richtige Gesinnung haben. Ihr beginnt, indem ihr eure Herzensgesinnung zeigt, wenn ihr anderen eine helfende Hand reicht, um ihre Lasten zu verringern. Ich sehe das und führe euch tiefer in die Selbstlosigkeit hinein. Und irgendwann segne ich euch mit eurer Mission, mit etwas, das perfekt zu euch passt, seit eurer Erschaffung. Ich möchte nicht, dass ihr eure Familie ignoriert oder das opfert, was sie selbst braucht. Ich möchte, dass ihr eure Familie mit einbezieht in die Taten der Barmherzigkeit und Fürsorge. Ich werde euch niemals so viel zu tun geben, dass ihr durcheinander geratet mit dem Bereitstellen für eure Familie. Vielleicht gibst du Klavierunterricht und ein armes Kind möchte es wirklich gerne lernen, aber die Eltern können es sich nicht leisten und es hat auch selbst kein Klavier. Nimm es als Schüler an, leihe ihm ein Keyboard und wenn es sich als zuverlässig erweist, erlaube ihm, es weiterhin zu nutzen. Es könnte sein, dass wenn du ihm das Keyboard schenkst, die Eltern hingehen und es für Nahrungsmittel oder Medizin verkaufen, weil sie so arm sind. Also leihe es nur aus. Seid kreativ und hört auf die sanfte Stimme meines Geistes, welcher euch Vorschläge macht, die eure Herzen mit Wärme erfüllen. Das ist, wie ich euch führen werde. Mit Babyschritten führe ich euch vom Mitgefühl in eurem Herzen bis dahin, wo ihr den Wunsch eures Herzens in die Tat umsetzt. Fangt klein an und seid treu. Irgendwann werdet ihr instinktiv wissen, ob ihr gewissen Leuten helfen sollt oder nicht. Ihr könnt auch eure Bibelverheißungen nutzen, aber denkt daran, ich flüstere in euer Herz, dass ihr eine helfende Hand reichen und geben sollt. Während ihr lernt, diesen Aufforderungen zu gehorchen, werdet ihr immer klarere Anweisungen erhalten und ich werde euch in eine höhere Berufung führen, bis ihr fest etabliert seid in eurer lebenslangen Mission. Seid treu in den kleinen Dingen, meine Lieben, dann werdet ihr beim Gericht unter den Schafen sein. Kommt her zu mir, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, und ererbt das Königreich,
welches für euch vorbereitet war vom Anbeginn der Welt.